Das haben wir schon beim nächsten Ziel. Eine Höhle. Eine Jägerhöhle. Und damit haben wir die Jägerhöhle auch schon gelöst. Ich glaube, ich verblute. Hilfe! Ich wusste, dass du kein Lux bist. Ich hörte dich kommen. Zwei Füße. Luxe haben vier. Du bist ernsthaft verletzt. Diese Luxe, ja, die sind etwas wilder als die Barsche, die ich sonst fange. Könntest du einem Weidmann zurück zu seiner Frau helfen? Mal sehen, was ich tun kann. In Göttern sei Dank. Sie ist im Hafen von Skandea. Erzähl mir von deiner Frau. Sie ist der wahre Lux. Sage bitte nichts davon. Wenn ich dich nach Hause bringe, was bekomme ich dafür? Meinen Bogen. Er ist mein ganzer Stolz. Ich habe fast alles verkauft, um ihn zu bezahlen. Okay. Wenn du sonst nur Barsche fängst, wieso dachtest du, du könntest das mit Luchsen aufnehmen? Du kennst die Wolfsbarsche von Kythera nicht, oder? Selbst Luchse rühren die nicht an. Aber wenn du dich für eine so tolle Jägerin hältst... Im Süden lebt ein monströses Tier. Ich wollte es selbst jagen, wenn ich den Bogen eingeschossen habe. Ein monströses Tier, hä? Das muss ich mit eigenen Augen sehen. Das gibt's wirklich. Du hast viel Blut verloren. Wenn du es noch bis nach Hause schaffen willst, müssen wir jetzt gehen. Das ist eine Menge Blut. Hilfe! Ich kann dich hören! Ja, warte mal, Idiotenjagd. Ich will erstmal da draußen den Lux kalt machen, weil sonst wird's eventuell brühen. Brauchen wir uns dann nicht mehr damit rumärgern. Gut, ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass das Vieh gerade beschäftigt ist. Na egal. Jetzt können wir wenigstens in Ruhe daraus schaffen. Ist eine Menge Blut. Hilfe! Ja, ist ja gut. Bitte, ich glaube, ich verblute. Hilfe! Jetzt musst du durchhalten. Das ist eine Menge Blut. Hilfe! Ich kann dich hören. Bitte, ich glaube, ich verblute. Hilfe! Ah, die sollen sich mal mit dem Bären beschäftigen. Kann man uns nicht angehen. Ich weiß gar nicht, ob man noch so reiten kann. Man das? Platzieren. Aha, guck. Cool. Ne, warte mal, halt. Platzieren. So, aufsitzen. Ah, so geht das. Cool. Wieder was gelernt. Beschleunigt die Sache natürlich kolossal. Das ist ja mal cool. Ich nie gedacht, dass das geht. Julius der Ausgewogene. Okay. Schön für den Julius, dass er so ausgewogen ist. Chicken Evils!
Nee, warte. so. Aufheben und... Reden. Und du musst seine Frau sein. Die Frau eines Idioten, fürchte ich. Hat dir dein Idiot gefehlt? Mein Liebster, du lebst. Und gibt es heute Lux zum Abendessen? Red nie wieder von Luxen. Ihr seid das komischste Paar, das ich je traf. Liebe ist komisch, Söldnerin. Man muss sie annehmen. Wunderbar. Ich lasse euch zwei dann mal... Kehre. Cool. Idiotenjagd abgeschlossen. Ah, das ist fetzt. Herrlich. Schön. Ach ja. So, was haben wir denn? Jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier, jetzt sind wir da. Ne, wir gehen erstmal hier hin. Ist schon wie ein bisschen lustig. Ach schön, mal so eine Lager der Hafenbehörde von Phoenikeos. Von Skandaia, hä? Na wie jetzt? Wisst ihr nicht, wem das Lager gehört oder was? Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Was gibt's noch? Und zack. Und was sonst noch so? Ach ja. Das gehört auf alle Fälle schon nicht mehr dazu. Gut. Gibt's noch irgendwas, was man wissen sollte? Nö. Alles klärchen. Dann gehen wir mal rein. Was haben wir denn überhaupt zu tun? Zwei Befehlshaber aus Schatz. Ausschalten, zwei Kriegsvorräte verbrennen, zwei Schätze plündern. Naja, dann machen wir das mal. Guckst du? Nee, guckst nicht. Hoppala!
Schätze ja gerne getrennt voneinander. Aber das wird wohl nicht funktionieren. Das sieht übel aus. Hier, gut. Du wirst es brauchen. Das war's für dich. Komm mal ran hier, du Drecksau! Boah, lass mich doch mal den Typen behaken hier. So, jetzt bist du dran. Geht doch. So, jetzt muss ich noch den Schatz holen und dann haben wir das Lager der Hafenbehörde von Phoenikeos. Ach nun doch. Abgeschlossen. Okay. Mal ist das so, mal ist das so. Naja. Soll uns egal sein. Wir haben schon Beute gemacht. Gut. Nächster Tagesordnungspunkt ist das. Da gibt es noch einen Schatz zu plündern. Warum sollen wir uns den entgehen lassen? Hat zwar nichts von Bedeutung gebracht, aber ist egal. Checken! Und das ist bestimmt das Haus des Anführers. Nö, Schatzkammer von Skandaia. Oder von Skandaia, oder wie zum Geier immer das heißen mag. Was gibt's da? Noch ein Schatz, okay. Sonst noch mehr? Nö. Die zwei Kriegsvorräte vor Fackeln. Nein, tue ich nicht. Und die Schatzkammer von Skandaia, wie auch immer, abgeschlossen. Jetzt haben wir uns noch den Schatz da drüben. Höp, höp und höp. Na.
Und nun darüber. Ja. Hallo? Ein Bug. Na toll. Muss ich meinem Pferd neuerdings entgegengehen? Was sind das für neue Mode? Wieder ein paar XP und ein bisschen Fell gesammelt. Und was ist das hier oben? Lykänische Ruinen. Ein Schatz. Gefangenenbefreiung habe ich kurz mit... Achso, steht ja da. Antike Tafel. Schatz plündern. Wo ist die antike Tafel? Das ist die zweite Gefangenenbefreiung. Und wo ist das Tafelchen? Der Täfelchen? Ikaros? Wenn du mal so freundlich wärst. Na gut, dann eben nicht. So, die sind gerade alle schön am Pennen. Ich lasse dich ja schon frei. Ich danke dir. Ich bitte dir. Das war ein Fehler. Jetzt hab ich sie alle an der Backe. Hier sind noch zwei mitgebracht. Na toll. Freunde. Ups, und das war's. Ach nö. Die stellen keine Fragen. Ich bleib. Das ist doch jetzt in euer Ernst. Ach, das ist doch scheiße. Mann, wieso müssen die Speicherpunkte so verschissen auseinanderliegen? So zum Kotzen. Komm, mach hinne hier. Das nervt mich, da stehst du davor und bloß weil du noch nicht diese ganz korrekte Blickrichtung hast, mach die nicht. Meckert nicht rum. Da saßen zwei schön am Feuer. Muss ich jetzt manuell... Au! Ach, oh, fuck. Muss ich jetzt einen manuellen Speicherpunkt setzen. Damit ich im Falle des Falles wieder da anfangen muss. Ich hoffe ja, dieses Mal packen wir die Typen. Zwei mit Gift, ey. Das ist scheiße. Das ist mal richtig kreuzgefährlich. Jetzt haben wir gleich den ersten an der Backe. Na komm ran.
Siehste, um sich bei mir zu bedanken, hat sie extra Deutsch gelernt. So muss das sein. Wo ist der Anführer von dem ganzen Verein? Ah, da ist die Tafel. Erstmal den Schatz. Lass mich frei! Tafel? Asche. Gefangenenbefreiung. Ich habe kein Geld, also nimm meinen Dank. Und damit haben wir die mykenischen Ruinen abgeschlossen. Aber ich will natürlich noch XP und diese Typen killen. Diesmal ist keiner mit Gift da. Vor allem keine zwei Anführer. Ist ja komisch. Diesmal ganz anders ist. Gut, da wird's mal Zeit, einen Blick ins Inventar zu werfen. Was hat sich denn da getan? Eine Tasche voller Gift. Diese Tasche enthält verschiedene Flaschen voller Gift. Sei vorsichtig damit. Ja, bin ich. Immer. Halt! Was ist das? Ein Stempel. Athener Polemarchen Militärsiegel. Ach, das ist das... Ach nee, woher haben wir denn das? Ich denke, das hatte nie gezählt, wo wir den Polemarchen gekillt haben. Nö, doch. Kann ich das jetzt nicht zerlegen?
Hab ich doch gar nicht ausgerüstet. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Verstehe ich nicht. Ach, Mann, 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 Mann. So. Wieso ist denn das als zweite Waffe ausgerüstet? Eigentlich wollte ich doch, genau. Okay, alles klar. So, jetzt müsste ich mal zu einem Schmied dackeln. Ist natürlich keiner in der Nähe, das ist klar. Weil, ich glaube, ich habe jetzt gar keine Waffe mehr mit Feuerschaden. Scheiße. Giftschaden. Mach die. Bloß Pfeil und Bogen. Blöde. Ich brauche unbedingt eine Waffe mit Giftschaden, Feuerschaden.